Hallo, mein Name ist Ilka Gebhardt und ich bin die, die das Intensivseminar in Kroatien anbietet. Und heute möchte ich euch ein kleines bisschen von dem Ablauf erzählen. Ich bin gerade am Silbersee, fast wie Kroatien. Das ist sozusagen mein Homeoffice-Platz. Ja, was möchte ich euch erzählen? Und zwar den Ablauf von dem Seminar. Ich habe gehört, es gab einige Interessenten und vielleicht noch mal einen genaueren Ablauf zu hören, wäre schön. Das mache ich hiermit. Also wenn es für dich eine bisschen chaotische oder anstrengende Zeit der letzten Monate, Wochen oder sogar das letzte Jahr war, dann möchte ich dir einen Raum bieten in Kroatien. 4 Frauen in Einzelzimmern, wo du Rückzugsmöglichkeiten hast, wo du Zeit hast zu sein und dir dein Thema oder deine Themen oder das ganze, die ganze Situation, das, was in dir aufgetaucht ist in den letzten Wochen, Monaten, anzuschauen und zu sortieren und zu schauen, wo soll es hingehen, wie soll es weitergehen, was brauchst du, und auch klare Handlungsschritte formulieren. So, und wie das Ganze ausschauen soll, erzähle ich euch mal ganz schnell im Zeitraffer. Ich schaue dazu mal ein bisschen hier auf meine Liste, weil es sind ja doch 8 Tage, ganz schön viel drin. Also wir werden eine gemeinsame Reise organisieren, Anreise organisieren, oder auch jeder, wenn er möchte, einzeln. Da gehen wir dann in Kontakt und kommen am Sonntag, am ersten Tag an, Nachmittag, abends in Kroatien und werden erstmal ankommen. Und abends gibt es dann schon unser erstes Zusammensein in dem wunderbaren Seminarraum, der nach der Fibonacci-Spirale gebaut ist, was energetisch auch schon eine sehr heilsame Schwingung hat. So, da lernen wir uns kennen und beschnuppern uns ein bisschen, Vertrauen schaffen. Und die Zimmer in der Villa sind nach Feuer, Erde, Wasser, Luft gebaut, kreiert, eingerichtet. Und du darfst gespannt sein, in welchem Zimmer du bist. Da habe ich mir was Nettes ausgedacht. Das werden wir an dem Abend machen und so ein bisschen besprechen, wie ist der Ablauf. Genau, am nächsten Tag, der zweite Tag, ist dann der Montag. Da geht es um die Bestandsaufnahme. Wo stehst du? Welche Themen sind in dir? Welche Themen sind wichtig? So ein bisschen priorisieren, ein bisschen schauen, bisschen innehalten. Da habe ich Übungen für dich vorbereitet, um da einfach ja eine Sortierung zu finden. Wir werden jeden Tag eine ziemlich lange Mittagspause machen, damit du Zeit hast für dich, für den Pool oder um ans Meer zu gehen. Wir machen auch gemeinsam, machen wir so 1, 2 Unternehmungen, und da werden wir uns immer schön viel Zeit nehmen und dann abends, wenn es ein bisschen kühler wird, wieder gemeinsam uns treffen. Und an dem zweiten Tag gibt es dann abends noch Einzelsetting für jeden, damit wir nochmal einzeln genau drauf schauen bei deinem Thema, was hat sich jetzt hervorgetan? Ist es schon klar, mit was du die nächsten Tage so gehen willst und mit dem du dich beschäftigen möchtest? Dann am dritten Tag, das ist dann der Dienstag, da geht es dann um genau den Auftrag, auch um deine Entscheidung, um deine Entscheidungskraft. Was möchtest du tun? Wo möchtest du hin? Und auch so eine Zielsetzung, so wie soll es denn sein, wenn es besser ist? Wie soll das alles aussehen? Und Das schauen wir uns am Vormittag an, und am Nachmittag gehen wir ans Meer zu einer Visionssuche und schauen, der Ist-Zustand und der Zustand, den du gern hättest und anstrebst. Am vierten Tag, das ist der Mittwoch, da geht es dann in die Analyse, einmal zu schauen, okay, wie bin ich eigentlich in dieser Situation gelandet oder in diesen Situationen? Was hat dazu beigetragen? Was liegt dem zugrunde? Wo komme ich her? Also so meine Spezialisierung ist ja auch diese Herkunftsfamilie, dieses System. Wo kommst du her? Welche Rolle hast du eingenommen? Und so diese innere Kindarbeit. Was möchte noch gesehen werden? Welche Bedürfnisse sind in dir, die nicht gelebt oder die du nicht auslebst? Genau, und da beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit der Analyse und dem inneren Kind und auch schauen mal, was brauchst du? Und ja, und auch ein paar Bedürfnisse in dir zu stillen. Der fünfte Tag, das ist der Donnerstag, da geht es dann das Durchleben. Da geht es dann wirklich mal hinein zu spüren in dieses innere Kind, in diese Rolle, in diese schmerzhaften Dinge, die da so entstanden sind und vielleicht noch da sind. Und um das Loslassen, da machen wir Aufstellungsarbeit den ganzen Tag und werden uns intensiv in der Gruppe und einzeln, so wie es gerade der Prozess hergibt, das wird sich dann einschwingen.
Ja, und am sechsten Tag, das ist dann schon der Freitag, da geht es dann um Integration, 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 Integration. Also zu schauen, dass du das, was du erlebt hast, nochmal sich setzen zu lassen. Wir tun Dinge, die dir super gut tun und schauen, was brauchst du. Und für abends habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht. Da freue ich mich schon richtig drauf. Sei mal gespannt, das ist eine Überraschung. Freitagabend. Ja, und Samstag ist dann schon der Tag, bevor die Abreise ist. Da geht es dann darum, okay, klare Handlungsschritte. Was darf anders sein? Das haben wir ja dann schon geschaut. Schauen wir uns nochmal deine Zukunft, deine nächsten Schritte an und arbeiten drei konkrete Handlungsschritte aus, die du gehen kannst, wenn du wieder nach Hause kommst, die du gehen wirst, weil du dich entschlossen hast, sie zu gehen. Genau, da beschäftigen wir uns dann am Samstag und am Sonntag gibt es nochmal ein, nach dem Frühstück, ein Beisammensein, ein, ja, nochmal ein Mitnehmen, ein Auftanken und dann ein Loslassen der Gruppe und Loslassen des wunderbaren Hauses und losgehen in deine Zukunft, in deine sortierte Zukunft, in deine freudige Zukunft, die du gehen willst. Ja, und wenn dich das anschwingt und wenn du da sagst, ja, das ist das Richtige für mich, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn du dabei bist oder wenn du Fragen hast, unklar, noch Sachen unklar sind, melde dich bei mir für ein kostenfreies Gespräch und vor allen Dingen für ein unverbindliches Gespräch, das wollte ich sagen, für ein unverbindliches Gespräch. Und wir schauen dann weiter. Und wenn es dann für dich noch stimmig ist, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Liebe Grüße.